smyfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 363. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und heute habe ich die Melina am Telefon. Sie arbeitet im Freizeitheim Fahrenwald, was bei Hannover liegt, und hat ein spannendes Projekt ins Leben gerufen, um Kinder und darüber hinaus, ja, die Aquaristik zu zeigen. Hallo Melina, erstmal, wie geht's dir und alles gut soweit? Hi, ja, mir geht's gut. Danke dir, Lukas. Alles gut. Hast du eigentlich schon mal so ein Podcast-Interview gegeben? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe schon mal Leute interviewt, aber selber wurde ich noch nicht interviewt. Das ist natürlich ein bisschen aufregend, aber ich freue mich darüber. Ja, okay. Aber wenn du schon mal gegeben hast, dann ist es die Spannung schon mal ein bisschen weniger, oder? Ja, stimmt. Das stimmt. Es ist aushaltbar, würde ich sagen. Magst du dich mal kurz vorstellen für die Leute, die dich ja nicht kennen? Wer bist du und was machst du genau? Ja, klar, gerne. Also, genau, ich bin Melina und ich arbeite seit Februar diesen Jahres im Freizeitheim in Fahrenwald. Und genau, also das Freizeitheim gehört zur Stadtteilkultur der Stadt Hannover. Das heißt, wir machen da ein schönes Programm, besonders für den Stadtteil, aber auch für die anderen Leute in Hannover. Wir buchen Konzerte, planen andere Events, Kurse. Man kann bei uns töpfern, kreativ werden. Und es gibt natürlich auch Ferienprogramme für die Kids. Genau. Und ja. Das klingt ja erstmal schon mal richtig interessant. Das heißt, ich kann da ja mich bei irgendeinem Kurs oder Konzert bei euch anmelden und daran dann teilnehmen? Oder wie läuft das? Ja, ja, genau, genau. Also es gibt Sachen, die sind offen, da muss man nichts für bezahlen. Dann gibt es Kurse, wo man sich anmelden kann, wo man dann vielleicht auch über mehrere Wochen teilnehmen kann, auch für Kids. Wir haben auch zum Beispiel die Lernoase mit im Haus, da können besonders technikbegeisterte Kinder und Jugendliche Sachen ausprobieren, zum Beispiel 3D-Druck oder Programmieren oder solche Geschichten. Also wir haben ein richtig cooles Programm, lohnt sich auf jeden Fall immer bei uns mal reinzuschauen. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich war ja auch schon mal jetzt ein paar Tage vor Ort, aber dazu kommen wir gleich. Sag mal, wir hatten ja ein Projekt, was wir zusammen tatsächlich gemacht haben, was so in so einer Ferienpassaktion stattgefunden hat. Magst du dazu vielleicht mal ein bisschen was erzählen, was da genauso passiert, geplant und so weiter war? Ja, voll gerne. Also genau, wir hatten ja 3 Tage zusammen ein richtig tolles Projekt bei uns. In den letzten 3 Tagen der Sommerferien haben wir zusammen mit 12 Kindern zwischen, ich glaube, 8 und 12, so grob, haben wir unser altes Aquarium wieder schön gemacht. Das heißt, genau, wir haben das Schritt für Schritt zusammen gemacht, haben das eingerichtet, haben die Fische reingesetzt und ganz viel gelernt von dir. Und ja, das war echt ein sehr, sehr cooles Programm. Ja. Okay, Aquarium neu gestaltet. Was bedeutet das? Das heißt, da war schon ein Aquarium? Genau, also wir hatten, also eigentlich angefangen hat das Ganze, indem ich mal so eine Tour durch unser Haus bekommen habe von einem unserer Mitarbeiter bei uns, einem unserer Heimwarte. Die haben mir so eine Tour gegeben und ich habe dann in einem der Lagerräume dieses alte Aquarium entdeckt von uns. Das war in der hintersten Ecke eingestaubt, noch alter Sand drin, aber es war eben kein Wasser drin, keine Fische mehr drin. Und dann hat er mir erzählt, dass wir mal länger ein Aquarium im Haus stehen hatten, das gepflegt wurde von einem Aquaristikverein, die leider ein Nachwuchsproblem haben und sich nicht mehr kümmern konnten um das Aquarium. Und die haben uns dann quasi dieses, also die haben es dann ausgeräumt, haben die Fische, denke ich, irgendwo bei sich aufgenommen und haben uns das Aquarium überlassen. Und der Schrank war aber schon ziemlich oll und dann war eigentlich die Überlegung, dass sie das wegschmeißen wollen. Und dann war ich so, nein, noch nicht, wartet noch mal. Ich überlege noch mal, ob mir noch was einfällt. Weil ich immer nicht so gut Sachen wegschmeißen kann. Vor allem nicht, wenn die so ein cooles Potenzial haben eigentlich. Ne? Und dann haben wir überlegt und überlegt. Und dann kam irgendwann diese Idee, mit der Feriencard das zu kombinieren. Oder beziehungsweise mit Luftsprünge. Das ist so ein Ferienprogramm von der Stadtteilkultur. Das zusammen zu planen und dann, ja, dann gab es diese Idee. Okay, aber du selber hast gar nichts mit Aquarien zu tun, oder? Ich habe gar keine Ahnung von Aquarien, ne, gar nicht. Also
Ich hatte als Kind einen Freund, der hatte eins, und das ist ungefähr so das nächste, der nächste Kontakt, und der ist auch schon so ein bisschen her. Genau, aber das Tolle ist, wir haben jemanden im Team, und zwar den Henning, ist ein super netter Kollege von mir. Und der hat ein bisschen Ahnung, weil der hat schon länger auch Aquarien und unter anderem auch mit Garnelen. Und der kannte dich und dann hat er irgendwann deinen Namen mal vorgeschlagen. Und dann habe ich dir geschrieben und hätte nicht gedacht, dass du innerhalb von einer Stunde einfach so super positiv antwortest und sagst so, ja, finde ich voll spannend, habe ich Bock drauf, ich komme mal vorbei und gucke mir das an. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ja, so genau so war das. Ich gehe noch mal ein ganz kleines Stück zurück. Wie kamst du denn Klar. jetzt auf die Idee, das Projekt, sag ich mal, zu machen? Ich meine, du hattest überhaupt keine Berührungspunkte mit der Aquaristik, nur mal als Kind kurz. Warum war es so für dich der Fokus, wir brauchen jetzt dieses Aquarium, wir müssen das jetzt wieder neu aufstellen? Ich weiß nicht, also erstmal, unser Haus ist gebaut wie so ein Schiff. Also unsere Architektur ist an ein Schiff angelehnt. Wir haben auch so Mosaike mit Fischen und so. Und deshalb fand ich irgendwie das schade, das jetzt wegzuschmeißen. Und an sich finde ich einfach das total spannend. Also, weil das hat ja auch immer so ein bisschen noch was mit Gestaltung zu tun. Und es ist irgendwie was Lebendiges. Das ist was, was wächst, was irgendwie sich immer so ein bisschen verändert. Und es ist halt auch so ein, keine Ahnung, ich fand es irgendwie schön, so was Lebendiges im Haus zu haben, ne? Was vielleicht auch Leute so ein bisschen fasziniert, was eine schöne Stimmung macht. Und irgendwie hatte ich da so Bock drauf. Und für mich ist es natürlich auch so ein bisschen Anreiz gewesen, dass ich dadurch noch mal was Neues lerne. Also ich finde ja immer toll, wenn ich in, also das ist ja auch das Schöne an meinem Job, dass ich einfach total viel unterschiedliche Dinge kennenlerne, ob es jetzt Trommeln ist oder Töpfern oder irgendwie neue Bands oder halt, ja, wie man sich um Aquarium kümmert. Das ist voll schön. Definitiv, da kann ich nur zustimmen. Ja, ich habe dir ja relativ schnell geantwortet gehabt und eigentlich war ja auch von deiner Seite oder eurer Seite erst so geplant, ja, kannst du uns helfen bei der Gestaltung des Aquariums? Das wird vielleicht einen Tag dauern und dann haben wir insgesamt 3 Tage. Ja, wie sah denn überhaupt deine Planung für dieses ganze Projekt aus? Ja, also dadurch, dass du schon so total tolle Ideen hattest, wie wir das Schritt für Schritt gestalten können an den einzelnen Tagen, hatte ich vor allem die Aufgabe, so die Koordination zu machen, also zu gucken, dass wir das Ganze gut beworben kriegen, dass wir dann die Anmeldungen managen. Und es war tatsächlich ein bisschen herausfordernd, die gut zu managen, weil wir hätten den Kurs auch dreimal voll bekommen. Also wir hatten ja leider nur begrenzte Plätze, weil ab irgendeinem Punkt ist die Gruppe sonst zu groß und die Kinder kommen nicht mehr richtig zum Zug. Und deshalb, ja, hatte ich dann die undankbare Aufgabe, auch immer wieder Leuten zu sagen, dass sie auf der Warteliste sind oder vielleicht auch gar keinen Platz mehr kriegen wahrscheinlich. Genau, und dann haben wir uns natürlich noch Begleitprogramm überlegt, also schöne Spiele für die Kids, dass man sich zwischendurch auch mal auspowert und mal so ein bisschen, ja, wenn man so konzentriert an einem Aquarium arbeitet, vielleicht auch mal draußen ein bisschen noch zwischendurch sich bewegt oder so. Darum haben wir uns gekümmert. Viel. Ja, genau, und dann ging es irgendwann los. Ja, stimmt. Und wie ging es denn am Ende los? Am Ende ging es los in den letzten 3 Tagen der Ferien und dann hatten wir den ersten Tag und die Kids waren irgendwie total aufgeregt und wussten nicht, was sie erwartet. Und dann hast du ja ganz, ganz viele Sachen mitgebracht erstmal. Also der erste Tag war, finde ich, ein super Start für die Kinder, weil sie ganz viel selber machen konnten. Du hast ja so 4 Mini-Aquarien oder wie heißen die? Nano-Aquarien nennt man Na sie. Nano-Aquarien, genau. Die hast du ja mitgebracht. Und ganz, ganz viel Zeug, also Sand und Lava Base, die heiß begehrte Lava Base und Steine und Wurzeln und kleine Höhlen und Muscheln, Deko. Und dann haben wir die Kinder einfach in Gruppen diese Aquarien einrichten lassen. Und ohne dass sie irgendwie wirklich, also die meisten hatten ja nicht wirklich Vorwissen.
haben sie da mit Riesenbegeisterung eigentlich den ganzen Tag über immer wieder dieses Aquarium umgestaltet. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das mega überrascht, dass die so lange dabei geblieben sind. Und ja, also ich unterbreche dich da auch direkt mal. Ja, gerne. Ich war auch total überrascht. Also wir haben damit ja angefangen gehabt in den kleinen Gruppen und dann habe ich gesehen, wie schnell diese Aquarien gefüllt waren und dachte mir, oh, das ging jetzt aber fix. Wahrscheinlich ist dann die Aufmerksamkeit danach ja nicht mehr so groß da. Was machen wir denn danach? Aber das war gar nicht so, sondern die Kinder haben durchgehend was verändert, neu gestaltet und immer wenn wir mal draußen waren zum Pause machen oder sonst irgendwas oder nur die Frühstückspause war, die Frage, können wir jetzt wieder zurück zu unserem Aquarium und weitergestalten? Und ich meine, wir haben dann den ganzen Tag mitgefüllt, wo auch natürlich immer zwischendurch mal so eine kleine Vorstellung der Kinder war, wie sie das Aquarium eingerichtet haben und ob das artgerecht ist. Ne? Also kleine Lernstunde gab es auch immer dazu. Aber ich war sowas von positiv überrascht, dass wir den ganzen Tag eigentlich fast nichts anderes gemacht haben oder die Kinder, als so kleine Aquarien mit Steine und Sand ja, zu gestalten, ohne dass den Grenzen gesetzt worden sind. Ja, voll. Das war echt so, das war richtig verrückt irgendwie, weil ich, also ich habe auch gedacht nach dieser ersten Stunde, oh, jetzt müssen wir aber nochmal gucken, welches Spiel mache ich denn dann noch heute? Aber das war überhaupt nicht notwendig. Also ich meine, wir haben auch tolle Spiele gemacht. Ich finde, das war schon so Gameshow-Qualität, so was sie da gemacht haben. Das war auch total toll. Aber trotzdem dann in dieser Feedback-Runde am Ende, wo, also genau, wir haben ja jeden Tag so eine kleine Abschlussrunde gemacht, wo die Kinder gesagt haben, was hat mir heute am besten gefallen? Und es war an jedem der Tage immer das Aquarium-Thema, ne? Also ich glaube, jedes Kind hat immer dann gesagt, ach, also mir hat das Aquarium-Einrichten am meisten Spaß gemacht oder so, ne? Und es ging nie um das Begleitprogramm und das kenne ich ehrlich gesagt aus anderen Projekten nicht so. Also das war schon echt faszinierend, wie die sich dafür begeistern konnten. Ne? Mhm. Ja, definitiv. Wie waren die Kinder denn so insgesamt so drauf? Oh, die waren total super. Also es war eine total nette Runde. Die waren natürlich super witzig und aufgeweckt und auch schlau, finde ich. Also die haben tolle Fragen gestellt, die haben total konzentriert da mitgearbeitet. Das war auch, finde ich, eine super Gruppe. Die haben sich auch untereinander alle gut verstanden. Also die haben auch ganz viel sich Witze erzählt. Das war, glaube ich, so der zweite Schwerpunkt, das Witze erzählen und sich Witze ausdenken. Aber ansonsten, ja, ganz sympathische, tolle Gruppe. Also ja, ich glaube, ich habe noch nie so viele Witze innerhalb von 10 Minuten gehört, wie die Kids drauf hatten. Also ja. Das war schon krass, muss ich sagen. Es war ein Feuerwerk, ein Witzefeuerwerk. Gut, ja. Der erste Tag ist gut beschrieben worden. Dann ging ja der nächste Tag schon ja direkt los. Gefühlt war das für mich ein Schnipsen und der nächste Tag war da und die Kids standen wieder vor mir. Was geschah da? Hatten alle Kinder noch Lust? Ja, total. Also die standen alle überpünktlich auf der Matte. Ich war auch überrascht und waren top motiviert und hatten Lust. Und war natürlich auch ein wichtiger und ein besonderer Tag, weil wir da ja dann auch das Aquarium eingerichtet haben. Und zwar dieses riesige 600-Liter-Aquarium. Also ich finde das schon ziemlich groß. Und genau, also die waren hochmotiviert, würde ich sagen. Ja. Definitiv. Du weißt ja schon, wie das Aquarium aussieht jetzt am Ende. Mhm. Hattest du auch diese Vorstellung, dass das Aquarium am Ende so aussehen wird? Nee, ich hatte irgendwie gar keine genaue Vorstellung. Also ich weiß, wir hatten ja darüber gesprochen und du meintest, ja, ich habe ein paar schöne Pflanzen, die vielleicht auch nicht so kompliziert in der Pflege sind und ein paar bunte Fische. Aber dass es am Ende so toll aussieht, wirklich wie so ein, ja, weiß ich nicht, so ganz naturnah und wie so eine richtige Unterwasserwelt in so einem Fluss oder ich weiß nicht genau, ich kenne mich ja, wie gesagt, nicht so gut aus, aber das sieht wirklich einfach nur so schick und toll aus. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, vielen Dank erstmal. Wie haben denn die Kinder, ja, wie haben die Kinder das mitgemeistert, dieses große Aquarium einrichten? Ich meine, das war sehr, sehr groß. Ich selbst kam kaum, ja, sag ich mal, an den Boden an, aber hatte jedes Kind eine Aufgabe, was zu tun und war dann auch happy?
Ja, voll. Also genau, die waren ja die ganze Zeit, also genau, du hast ja einfach auch wieder ganz viel Material mitgebracht. Auch mehr, als wir am Ende benutzt haben. Verschiedene Steine, verschiedene Wurzeln, verschiedenen Bodengrund. Dann ist irgendwie diese Entscheidung gefallen. Die Kinder haben ja erstmal angefangen, die Steine so auf dem, also quasi so in so einer Trockenübung auf dem Boden anzuordnen, wie sie das schön fänden. Und dann haben sie ja angefangen, dir ganz engagiert und motiviert, da die Sachen anzureichen. Und du hast sie dann eingesetzt, eingebaut, hast das alles so verklebt, wie man das macht. Das fanden die Kinder natürlich auch einfach spannend zu beobachten, mit diesem Sekundenkleber und der Watte. Und es war ja auch einfach alles so toll, das mal einfach wirklich Schritt für Schritt zu sehen. Und dann war das große Highlight ja auch mit den Pflanzen. Also die Pflanzen mussten ja aus dieser Stahlwolle rausgefriemelt werden. Und das haben sie ja auch ganz, ganz motiviert und sorgfältig gemacht. Und dann sich auch alle immer in einer Reihe aufgestellt und haben dir dann ja nach und nach immer die Pflanzen angereicht. Das war auch irgendwie total schön. So ein schönes Bild auch für uns andere Betreuungspersonen irgendwie, wie sie dann immer da so aufgereiht standen mit so Pflanzen in der Hand. Und ja, genau. Aber ich würde sagen, die waren auf jeden Fall alle gut beschäftigt. Also wir hatten ja sehr viel zu tun. Für dich war es, glaube ich, auch ein ganz schön anstrengender Tag, weil du ja da kopfüber irgendwie die ganze Zeit in diesem Aquarium hingst. Aber ich finde, wir waren ein super Team. Das definitiv. Ich muss ganz ehrlich zugeben, hätten die Kids nicht so, ja, so eifrig geholfen und auch so gut das alles gemacht, hätte ich das tatsächlich nicht an einem Tag geschafft. Man muss überlegen, das ist ein 600-Liter-Aquarium. Ich habe daraus ein Aquascape-Aquarium am Ende gemacht mit einer, sage ich mal, einer Schlucht an den Seitenwänden haben wir einen Steinaufbau mit Wurzeln, die runterragen und es geht in die Mitte mit hellem oder dunklem Bodengrund halt in die Tiefe, sage ich mal so. Es hat sehr, sehr viel Tiefe gekriegt dadurch. Und es ist natürlich sehr, sehr viel Material. Also alleine die Steine, da waren überall noch die Etiketten dran, die mussten abgemacht werden, haben die Kids ohne irgendwie überhaupt nachzudenken, schnell gemacht, mir die richtigen Steine angereicht. Wenn ich sagte, ich brauche einen kleinen Stein, haben sie sofort mir fünf kleine Steine gereicht und ich konnte mir einen aussuchen. Und ganz besonders natürlich auch die Pflanzen. Also normalerweise so Pflanzen vorbereiten, da ist man ein paar Stunden ja mit beschäftigt. Aber die Kids haben das ja in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit gemacht und es gab, glaube ich, wir hatten so kleine Finger und Hände, die haben komplette Stahlwolle auch rausgefriemelt gekriegt, ne? Also da muss ich echt den Kindern Respekt sagen, weil ohne die hätte ich es am Ende überhaupt nicht geschafft. Ja, total. Ja, das war echt schön zu sehen, wie ihr da in Windeseile das alles, also auch diese ganzen verschiedenen Schritte, ne? Also, es war echt toll. Ja. Ja, dann gab es ja noch eine Herausforderung an dich an dem Tag, nämlich brauchten wir natürlich auch Wasser, ne? Und was war natürlich nicht vorhanden, ein Schlauch, damit wir dieses 600-Liter-Aquarium füllen können. Und da war erst so, da müssen wir es mit der Gießkanne machen. Da habe ich nur ganz blöd geguckt. Und dann hattest du aber noch eine Aufgabe. Wie hast du das gemeistert? Wie war das für dich? Wow, ja, das war auf jeden Fall nochmal so ein doofer Moment irgendwie für mich, weil ich wollte natürlich, dass die Kinder mitbekommen, wie wir das Wasser einfüllen. Und wir hatten keinen Schlauch. Ich dachte, wir haben einen, aber der gehörte wohl eigentlich dem Farnwalder Bad. Die sind ja bei uns die Nachbarn. Und die machen gerade eine Sanierung und deshalb kamen wir da nicht dran. Und das wurde mir leider dann erst in dem Moment klar, irgendwie eine Stunde bevor die Kinder abgeholt wurden. Und dann bin ich auf mein Rennrad gesprungen und bin zum Baumarkt gedüst. Und es war auch ein relativ warmer Tag, auch ein relativ schwüler Tag, aber ich war super glücklich, als ich dann mit diesem Schlauch wieder da war, die Kinder sich gefreut haben und wir dann auch ein Waschbecken gefunden haben, wo wir dann das alles dran bekommen haben und dann anfangen konnten, das Wasser reinzulassen. Aber das war auf jeden Fall so, aber ich glaube, das hast du ja in jedem Projekt, so diesen einen Moment, wo du denkst, oh no, was machen wir jetzt? Aber ja, Ja, hat definitiv. geklappt. Ja, hat am Ende geklappt, aber ich habe noch genau vor Bild dein Gesicht, dein enttäuschtes Gesicht, als der Adapter am ersten Waschbecken nicht gepasst hat. Man hat es direkt gesehen, wie enttäuscht du warst. Du hast dich so abgeeifert. Ich meine, das war eine Wahnsinnshitze an dem Tag. Ich glaube, ich habe noch nie so sehr geschwitzt, und man Ja. stand nur.
Aber da hat man wirklich die Enttäuschung gesehen, aber dann hat Henning ja eine Lösung gefunden. Zwar wesentlich weiter weg war das, der war zum Waschbecken, aber er hat es am Ende geregelt, dass auf jeden Fall Wasser reinfließen konnte. Und was ich da besonders erstaunlich fand, es fließt Wasser in das Aquarium und alle Kinder hingen an der Scheibe. Das muss, also, das habe ich auch noch nicht gehabt, an so ein Erlebnis. Wirklich kein einziges Kind, was sich abgewendet hat, sondern sie haben beobachtet, wie langsam, es ist ja langsam reingeflossen, das Wasser reinfließt. Und dann haben sie beobachtet, guck mal, die erste Pflanze hat sich schon gelöst, muss da rein, hier schwimmt ein bisschen Bodengrund, bis die Kids dann am Ende abgeholt worden sind. Ja, total. Ja, genau. Also es war einfach, alles war irgendwie spannend, ne? Also das fand ich auch so schön zu sehen, so. Alles war, also jeder Schritt und genau, ja. Und dann waren sie natürlich auch super stolz an dem Tag schon, das den Eltern zu zeigen. Ne? Also jedes Mal, wenn die Eltern kamen und abgeholt haben, mussten die alles bewundern. Und haben sie ja auch. Also das war ja auch total schön zu merken, auch die Eltern, die Kinder morgens wieder abgegeben haben, gesagt, ja, das macht ihr so viel Spaß, sie hat so viel Tolles davon erzählt und so. Also es war so irgendwie so ein richtig... richtig schönes Erlebnis, glaube ich, für alle. Ne? Ich kenne das ja auch so als Mama, wenn man sein Kind zu so einem Programm abgibt, man hat ja immer so ein bisschen Angst, so, oh, vielleicht, ne, fühlt es sich nicht so wohl oder hat nicht so Spaß und dann bin ich bei der Arbeit und kann nichts machen oder so. Aber ich glaube, das hat für alle einfach super funktioniert. Ja, ja, leider kam ja dann auch relativ zügig der letzte Tag. Ja, was stand da an? Das Aquarium stand ja jetzt. Ja, genau, der letzte Tag. Ich muss auch sagen, sie sind mir alle ans Herz gewachsen und es war gar nicht so einfach, sie dann wieder in ihren Alltag zu entlassen. Wir haben am letzten Tag uns so ein bisschen auf das Thema Fische konzentriert und sind mit so einer Wissenseinheit gestartet. Also ich hatte so Steckbriefe vorbereitet, in Rücksprache mit dir, wo man dann zu der Besatzliste, die ich dann ja kannte, zu jedem Fisch einen Steckbrief hatte. Das waren 6 verschiedene Tiere, nicht Tiere, aber Sorten sozusagen, plus eine Garnele. Und dann haben die Kinder mit Tablets recherchiert über die Fische und über die Garnele und haben dann diese Steckbriefe ausgefüllt und waren da auch schon ganz motiviert, also so in 2er-Teams. Und dann haben sie die Steckbriefe vorgestellt und immer wenn dann eine Gruppe vorgestellt hat, bist du dann rumgegangen mit so einer Tüte, wo die dann schon drin waren und hast die den Kindern gezeigt und das war natürlich auch voll das Highlight. Also dann die Fische das erste Mal in live zu sehen, war natürlich richtig toll. Und dann, als wir das dann durch hatten, haben wir die Fische angefangen anzugewöhnen. Also die Tüten dann ja so ins Aquarium gehängt. Und dann mussten wir ja ein bisschen Zeit überbrücken, bis die dann angewöhnt waren. Und ich glaube, dann haben wir nochmal eine Spielplatzrunde gehabt. Und dann haben wir die Fische eingesetzt. Und das war auch nochmal ein Riesenhighlight, glaube ich, oder? Definitiv, vor allem jede Gruppe, die nach den einen Fisch recherchiert hat oder nach der Art, durfte am Ende auch einsetzen. Ich muss hier nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer erläutern. Natürlich empfehle ich immer an Aquarium eine Einlaufphase von mindestens 2 bis 3 Wochen. Wir haben jetzt hier dank JBL Bakterienstarter bekommen, wo wir die Fische sofort mit einsetzen konnten. Und daher war es uns möglich, am nächsten Tag einen kleineren Besatz einzusetzen. Ja, normalerweise hat man halt seine Einlaufphase, wo das Aquarium die Bakterien entwickelt. Und hier haben wir das ein bisschen beschleunigt und haben für die 600 Liter einen sehr, sehr geringen Besatz genommen. Und da funktioniert das dann auch sehr, sehr, sehr gut. Genau, ich hatte das auch, als wir das Ganze geplant hatten, dachte ich auch erst, wir brauchen eine Einlaufphase und dann hätte ich mich mit den Kindern und dir nochmal ein paar Wochen später verabredet. Das hätte man auch hinbekommen, denke ich. Ne? Also hätte man immer gucken müssen, wer hat wann Zeit, aber das wäre auch möglich gewesen. Aber so war es natürlich richtig toll. So war das natürlich so eine richtig runde Sache. Genau, und dann haben wir die eingesetzt und dann hatten wir noch eine Kreativübung, wo wir dann sowieso Passfotos gestaltet haben für die Fische und für dich auch als Dankeschön, weil du hast uns ja richtig toll unterstützt in dem Projekt,
haben wir ja noch ein schönes Aquariumsbild gestaltet, gemeinsam. Ja, es Ja. hängt jetzt auch bei uns tatsächlich unten im Laden bei Garnelen TV. An der Wand direkt, wenn man reinkommt, sieht man das direkt. Sehr gut, wunderbar. Das hast du ja auch versprochen. Ich komme auch noch mal irgendwann vorbei und gucke mir das an, ob das auch wirklich stimmt. Ja, sehr, sehr gerne. Wie waren denn die Reaktionen von den ganzen Kindern, von den Erwachsenen, die die Kinder abgeholt haben, als sie das fertige Aquarium mit den Fischen gesehen haben? Also erstmal die Reaktion der Kinder hat mich wirklich sehr, ja, schon berührt irgendwie auf eine Art, weil ich weiß, der letzte Abschlusskreis, der war einfach total schön und die Kinder haben ja immer wieder uns applaudiert, ne, in so verschiedenen Runden. Also Ja, stimmt. wir haben den Kindern applaudiert und uns quasi als Gruppe, weil wir so was Tolles erschaffen haben. Und die Kinder haben dir applaudiert für die Unterstützung und die ganzen Materialien und überhaupt die ganze Aktion und mir fürs Organisieren und auch unseren FSJlerinnen, dass sie so toll auch die Spiele mitbetreut haben und so. Und das fand ich so, so toll. Also, dass so junge Kinder schon irgendwie so ein Gefühl dafür haben, was man ihnen da irgendwie, ja, also was man da für sie auf die Beine gestellt hat irgendwie und dass das was Besonderes war. Und das hat mich irgendwie, fand ich richtig schön. Und dann, genau, kamen natürlich die Eltern und irgendwie gefühlt standen wir da auch noch eigentlich eine Stunde, nachdem der Kurs eigentlich schon vorbei war und haben uns alles noch, also hatten noch Gespräche und haben uns alles irgendwie nochmal zusammen angeguckt und es war irgendwie schon fast so ein bisschen surreal, weil wir jetzt wirklich dieses super tolle Aquarium da bei uns haben und das macht echt ganz schön was her. Ja. Ja, tatsächlich, wir standen noch eine ganze Stunde da, also 15 Uhr war Ende, 16 Uhr waren wir auf jeden Fall immer noch da vor Ort und haben Ja. ja auch Kids da gehabt, die noch geguckt haben. Ich muss auch sagen, mir hat das, die Kids sind wirklich ans Herz gewachsen, vor allem wenn man so 3 Tage die hat und die waren ja wirklich alle durchgehend klasse und haben alle, wenn sie irgendwas wissen wollten, gefragt und jeder hatte immer eine Aufgabe. Tat schon ein bisschen weh. Zum Glück sehe ich das ein oder andere Kind immer mal wieder jetzt gerade hier bei uns auftauchen, was sich ja, ein Garnelenaquarium ja erstmal informiert und sich dann dementsprechend auch anschafft. Ja, das ist doch so witzig, oder? Da ist ja schon am Total. ersten Tag jemand bei dir Ja, gelandet, oder? direkt noch an dem Tag, wo das Projekt zu Ende war. Na, da ist direkt einer Elternteil direkt von da aus dann zu uns gekommen. Na, war Glück, dass ich dann da auch schon da war, weil ich war ja noch ein bisschen länger vor Ort. Ja, total lustig, genau. Also du hast, glaube ich, echt da neue jungen Aquarianer und Aquarianerinnen gewinnen können. Ja. Das definitiv. Das Aquarium steht ja jetzt schon im, ja, 1, 2, 3 Wochen. Ich weiß gar nicht mehr. Die Zeit rennt. Wirst du mal drauf angesprochen oder wischst du den einen oder anderen, der davor steht? Weil es steht ja sehr zentral bei euch. Da kann ja jeder, kann das ja anschauen kommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe ja selber mehrmals am Tag vorbei und ich rede dann auch immer mit den Fischen und das heißt, ich bleibe da selber öfter mal hängen und bin dann natürlich auch gut ansprechbar für Leute, die ins Haus kommen. Und ich beobachte aber auch total viele Leute, die davor stehen bleiben. Also ob das Familien sind, die vielleicht einmal kurz irgendwie zum Hort oder zum Kindergarten, der ja auch bei uns mit im Haus ist, huschen und dann da stehen bleiben. Und die Kinder finden es ganz toll. Neulich hatten wir eine Gruppe von der Lebenshilfe bei uns, also eine Gruppe von behinderten, jungen Erwachsenen, die waren auch super begeistert und aber auch wir haben im Moment immer noch viele Handwerker im Haus, weil wir noch eine Sanierung laufen haben, die jetzt bald zum Glück abgeschlossen ist und die hängen da aber auch davor die ganzen, ja, das ist aber auch für uns als Team total schön, ne, weil wir auch als Team uns immer wieder dort treffen. Und das ist auch ein schöner neuer Ort so für so einen Austausch. Das finde ich auch richtig cool. Also genau, weil das Team so teilweise sich mehr in der Raucherecke ausgetauscht hat. Davon kriegen dann nicht immer alle was mit. Und jetzt haben wir so einen neuen Ort, ne, wo man sich einfach mal so kurz unterhalten kann. Wie geht's dir? Wie sieht's aus? Ja, Und da was läuft gleichzeitig noch gerade? entspannen kann, wenn man da reinschaut. Genau, es ist auf jeden Fall die gesündere Alternative zur Raucherecke. Definitiv. Bist du mit dem Projekt, wie das Ganze verlaufen ist und auch mit dem Endergebnis zufrieden? ja, mega zufrieden, klar.
Ich hätte mir das gar nicht erträumen lassen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich getraut hätte, dich überhaupt anzufragen, wenn ich gewusst hätte, was da alles dahinter steht. Ich bin froh, dass ich so ein bisschen naiv da rangegangen bin. Und ich bin super zufrieden. Wir sind super happy, dass wir das haben, dass wir nicht nur so eine schöne Erfahrung hatten, sondern auch irgendwie so was Tolles zusammen gestalten konnten mit den Kindern. Und ich habe auch schon gehört, die kommen auch alle gerade dauernd auch wieder ins Haus und gucken nach den Fischen und ja, oder melden sich für neue Kurse an und so. Also es hat echt, ich weiß nicht, ich fand, das war so, für mich war das so ein Highlight schon des Jahres. Es war richtig toll. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Das Ganze wäre natürlich nicht mit der Hilfe von der Firma JBL und auch Torben Hohmann, der das Aquarium zur Verfügung gestellt hat, sowie von Martina von Colorstone, die ein paar Wurzeln und Steine zur Verfügung gestellt hat, natürlich wäre das so nicht entstanden. Daher nochmal mein Dank da geht da raus und auch an dich, Melina. Vielen, vielen lieben Dank, dass du ja mich getraut hast anzuschreiben, weil mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich denke, für die Aquaristik ist das sehr, sehr wichtiges ja, Projekt gewesen, um Neuaquarianer zu ja, begeistern und ranzuführen. Wenn man sich die Anmeldezahlen anguckt, wären da wahrscheinlich noch viel, viel mehr dabei. Und ich denke mal, für die Zukunft sollte man auf jeden Fall solche Projekte weiter unterstützen und auch weiterführen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das wäre total toll, wenn so noch mehr Leute vielleicht auf die Idee kommen, solche Projekte zu starten, weil ich glaube, gerade für junge Leute ist es einfach auch ein tolles Hobby, ne? Ja, voll. Definitiv. Melina, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, ich höre dich hier irgendwann mal wieder. Ja, danke dir. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 363. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/episode 363. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.